Komm ran! Bam! Du auch! Bam! Bam! Ich würde mal sagen, hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr euren eigenen Custom Character in Roblox Studio erstellt, den ihr dann auch genauso wie ich hier spielen könnt. Als allererstes, wenn ihr euren eigenen Character erstellt, müsst ihr ihn natürlich erstmal basteln. Ihr könnt ihn ganz normal hier aus Parts zusammenbasteln, so wie ihr ihn haben wollt, in welcher Form ihr ihn haben wollt. Es ist eigentlich vollkommen egal. Ihr könnt ihn natürlich auch in Blender zusammenstellen und das werde ich euch jetzt nicht Schritt für Schritt in Blender zeigen, wie man in Blender Charaktere, zumindest Pets, erstellt. Habe ich euch in einem anderen Video gezeigt, das ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Was ich euch aber zeigen werde, ist mein Blender-Projekt von dem Goblin-Troll-Ding, das ich schon fertig erstellt habe und was ihr dabei beachten solltet. So, und hier sind wir angekommen im Blender. Ihr seht hier den Troll, den ich erstellt habe. So sieht der gute Bursche aus. Ich habe ihn in verschiedenen Parts erstellt, wie ihr hier sehen könnt. Und diese Parts, die richten sich nach einer speziellen Struktur. Und zwar nach der Struktur, nach der R15 Roblox-Charaktere gebaut sind. Falls ihr euch damit nicht genau auskennt, habe ich in der Videobeschreibung einen Link, auf dem ihr das nachgucken könnt. Aber ich werde es euch natürlich jetzt auch zeigen. So sieht die Seite aus. Hier steht, es gibt R6 und R15 Avatare. Es empfiehlt sich, R15 Avatare zu erstellen. Und die bestehen aus diesen Komponenten. Aus dem Kopf, Oberkörper, Unterkörper, aus linken und rechten Armen, die jeweils aus Oberarm, Unterarm, Arm und Hand bestehen und aus linken und rechten Beinen, die aus Oberschenkel, Wade und Fuß bestehen. Diese Parts müsst ihr haben, wenn ihr von den normalen Roblox-Animationen Gebrauch machen wollt. Ich zeige euch aber auch, wie ihr einen Charakter macht, der halt komplett ohne diese Körperteile auskommt. Dann müsst ihr aber auch selbst Animationen erstellen. Und deswegen habe ich hier den Charakter, diesen Rick hier, den könnt ihr an sich ignorieren. Wichtig ist, dass ihr diesen Charakter hier habt. Ich mach mal hier so Beleuchtung. Obwohl, eigentlich ist das ganz gut mit diesen Materialien, damit ihr sehen könnt, woraus ich ihn gebastelt habe. Und der Charakter, den habe ich auch entsprechend gelabelt. Left Foot, Left Hand, Left Lower Arm, Left Lower Leg und so weiter. Genauso, wie es auch auf der Seite heißt. Das müsst ihr nicht machen. Erspart euch aber später ein bisschen Arbeit beim Zusammensuchen der einzelnen Teile. Und ich habe natürlich ein paar extra Teile gemacht, wie diese Ohren hier, die Augen, die Nasen, Unterkiefer habe ich hinzugefügt. Dieses Tuch, damit er nicht so ganz entblößt ist. Und so eine Nackenpartie. Und wenn ich schon dabei bin, kann ich euch noch einen kleinen Trick zeigen, den manche im letzten Blender-Tutorial nicht ganz aufgegriffen haben. Wenn ihr hier euren Part auswählt und ihr findet, der ist für euch zu eckig, macht den Rechtsklick drauf, Shade Smooth. Und dann ist es smooth geshaded. Das funktioniert natürlich nicht so gut bei zu wenig Geometrie. Aber so werden die meisten Charaktere erstellt. In meinem Fall möchte ich es aber so eckig haben, weil er soll ja so ein bisschen hart aussehen. Deswegen habe ich es genauso gelassen und ihn nicht smooth geshaded. Wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann exportiert ihr die ganzen einzelnen Parts als FBX. Also File, Export als FBX. Dabei achtet ihr darauf, dass ihr bei Transform Scale 0.01 eingebt und natürlich nur das Selected Object exportiert. Und wenn ihr Pech habt, müsst ihr es noch ein paar Mal weiter exportieren, weil es in die falsche Richtung guckt. In meinem Fall gucken die Sachen alle in Richtung negativ Y, was in Roblox aus irgendeinem Grund positiv Z ist. Wenn ihr die ganzen Parts dann habt, dann geht ihr hier oben auf View, dann auf den Asset Manager. Und im Asset Manager habt ihr hier den Ordner Meshes, dann macht ihr einen Rechtsklick drauf, sagt dann Add Meshes. Geht dann zu dem Punkt, wo ihr eure ganzen Parts habt. Und dann wählt ihr die einfach alle aus, alle einzelnen Parts, und geht auf Öffnen, dann werden die importiert. Das habe ich hier schon gemacht, deswegen mache ich es nicht nochmal. Und dann habt ihr irgendwann diese ganzen Parts hier importiert. Die ganzen Parts könnt ihr dann auswählen, Rechtsklick drauf machen und dann sagt ihr einfach Insert with Location. Das dauert dann ein bisschen, weil das sind jetzt eine Menge Parts in meinem Fall, mit einer Menge Geometrie. Aber da haben wir ihn jetzt importiert. Mit Location. Ich ziehe mal nach da hinten rüber. Und wir haben unseren Charakter straight out of Blender importiert. Ihr könnt ihn natürlich auch mit Texturen und so importieren. Das geht alles. Aber ich habe es jetzt ohne Texturen gemacht. Ich arbeite nämlich ausschließlich hier mit dem Material, Salt und einer grün-gelben, entsättigten Farbe habe ich gearbeitet. Die Augen habe ich in meinem Fall hier Neon gemacht. Und der hat die Brightness auch etwas höher gestellt. Dann wähle ich jetzt noch hier den Gürtel aus. Passe hier Material und Farbe noch an. So, und dann habe ich ihn ungefähr so, wie ihr ihn vorhin auch im Intro gesehen habt. Und nun muss hieraus noch ein Charakter werden. Das ist jetzt der anstrengende Part. Wir wählen erstmal alles aus, drücken Steuerung G, damit das zusammengefasst wird zu einem Model. Das Model hier nennen wir Starter Character. Wichtig, S und C groß. Genauso wie es hier geschrieben wurde, müsst ihr es auch schreiben. Und jetzt heißen die Dinger hier alle Meshes, Schrägstrich Gürtel, Meshes, Schrägstrich Head und so weiter. Und ihr müsst jetzt tatsächlich bei allen Parts, die ihr für einen R16 Character braucht, den Namen anpassen. Und zwar von Meshes, Schrägstrich Head müsst ihr das Meshes und den Schrägstrich wegnehmen. Kiefer, Left Eye,
brauchen wir nicht, weil das sind ja Parts, die ich selbst gemacht habe. Aber Left Foot zum Beispiel muss ich umbenennen. Left Hand habe ich auch einen Fehler gemacht. Da heißt es bei mir Left Head 1. Also mache ich da auch die 1 weg und so weiter. Das machen wir jetzt einmal kurz. Gehen wir alles durch. Machen überall das Meshes weg. Weil, dass die Sachen richtig benannt sind, ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Sonst weiß Roblox nicht, was mit welchem Part gemacht werden soll. Weil sonst kann man einfach die ganz normalen Roblox-Animationen nicht anwenden, sondern muss eigene Animationen machen. So, wenn die ganzen Sachen umbenannt sind, müssen wir jetzt noch ein weiteres Part hinzufügen. Dafür gehe ich hier auf den Charakter, drücke aufs Plus und dann Part. Und dieses Part wird unser Humanoid Root Part. Das ist dann die Basis unseres Charakters. Das Teil packen wir so halbwegs in die Mitte von unserem Bauch, also so auf Hüfthöhe soll das platziert sein, ungefähr. Und das Part macht, sagt halt wirklich, wo sich unser Spieler dann am Ende befindet. Ich packe das Part hier hin. Bei dem Part ändern wir natürlich ein paar Kleinigkeiten. Erstens machen wir die Transparency auf 1, damit es unsichtbar ist. Dann setzen wir Can Collide auf False. Und wir benennen das Ding auch noch um in Humanoid Root Part. Das muss auch genauso genannt werden. Jetzt kommt der nächste wichtige Schritt. Wir gehen auf den Starter Character, wählen hier dann die Eigenschaft Primary Part aus, indem wir hier raufklicken und klicken dann auf den Humanoid Root Part, um es als Primary Part festzulegen. Und jetzt müssen wir nochmal auf den Starter Character klicken und fügen ein Humanoid hinzu. Das ganze Ding ist jetzt hier neu, heißt jetzt Starter Character. Wenn ihr nicht wollt, dass da der Name komisch drüber ist, dann geht ihr bei dem Humanoid bei Display Distance Type auf None und dann wird der Name drüber nicht mehr angezeigt. Ihr könnt ja auch andere Sachen einstellen wie Health Display Distance und was nicht alles. Wichtig ist, dass ihr den Rig-Type hier auf R15 umstellt, damit Roblox auch weiß, dass das eine R15-Rig ist. Des Weiteren könnt ihr hier weiter unten zum Beispiel euren Walkspeed ändern. Ich packe den Walkspeed jetzt zum Beispiel mal auf 32. Ein bisschen weiter unten packe ich die Jump-Power auch mal auf 65, damit der Charakter sich ein bisschen besser spielen lässt, weil der hier ist auf jeden Fall schon ein gutes Stückchen größer als ein normaler Roblox-Charakter, der eben höchstens bis zur Hüfte geht. Und dann muss man sich ein bisschen schneller bewegen, damit das nicht komisch aussieht. Wenn ich jetzt aber hier auf Run gehe, dann sehen wir gleich, das Ding fällt einfach auseinander. Und so sollte es auf jeden Fall nicht sein. Also muss es zusammengeweldet werden. Aber einfach welden funktioniert nicht. Damit ein Charakter, ein Starter-Charakter, sich auch richtig spielen lässt, muss man den mit Motor 6Ds zusammenwelden. Das heißt, wir können hier jetzt nicht einfach Parts auswählen, die wir zusammenwelden wollen. Gehen dann auf Model, Create und dann Weld. Nein, wir brauchen Motor 6Ds. Und da das richtig anstrengend ist, alle möglichen Parts einzeln jetzt mit Motor 6Ds zusammenzufusen, benutzen wir dafür einfach ein Plugin. Und um dieses Plugin zu holen, geht hier oben auf View, dann auf die Toolbox, wählt dann hier oben bei Models Plugins aus und gibt ein Rig Added Light. Dann seht ihr hier, Rig Added Light haben wir, ist von Archmage, ist ein kostenloses Plugin. Dann geht ihr hier einfach auf Install, dann ist es installiert. Geht dann hier oben auf Plugins, wählt diesen Charakter aus und klickt dann auf Rig Added. Und dann ist euer Charakter in so einer Box und jetzt müsst ihr ihn zusammenstellen. Das heißt, erstmal nehmen wir alle Parts, die miteinander verbunden sein sollen. Das heißt, der Head, der Kopf, muss auf jeden Fall verbunden werden mit dem Oberkörper, also mit dem Upper Torso. Dann klickt ihr hier auf Create Joints. Jetzt müsst ihr dafür sorgen, dass der Joint auch dort ist, wo das Genick praktisch ist, wo diese Sachen wirklich zusammen sind. Das heißt, ihr nehmt diese schwarzen Hände hier und schiebt das ein bisschen höher. Wenn es euch zu unpräzise ist, geht ihr hier auf Step und packt da zum Beispiel Punkt 1 hin. So, und wenn hier Punkt 1 steht, dann könnt ihr präziser schieben. Und dann schiebt er den Joint ein bisschen nach hier hinten, ein bisschen so. Da, wo halt auch wirklich das Gelenk wäre. Als nächstes nehmen wir halt den Upper Torso. Und der muss verbunden werden mit dem Lower Torso. Und klicken wieder auf Create Joints. Schieben das hier hoch, wo Upper Torso und Lower Torso sich so halbwegs connecten. Der Upper Torso ist auch verbunden. Nicht mit unserer Schulter, weil die Schulter ist ein Spezialpart. Es ist nämlich verbunden mit unserem Upper Arm. Also nehmen wir hier Left Upper Arm, Create Joints. Und das packen wir dann hier da rein, wo die Schulter ist. Also da, wo auch wirklich das Schultergelenk sein soll. Dann nehmen wir wieder den Upper Torso und dann den Right Upper Arm, Create Joints. Und ihr versteht's. Ihr müsst halt jetzt wirklich die Körperteile, die miteinander verbunden sind, von dieser Liste dieser Körperteile, diese Körperteile hier, die müsst ihr so verbinden, wie sie auch in einem normalen Körper verbunden wären. Packt das dann auch wirklich an die richtige Position, weil sonst sind die Animationen am Ende komplett verbuggt. So, und dann können wir jetzt zum Beispiel uns um den Right Upper Arm kümmern, der mit dem Lower Arm verbunden wird. So, ich mache das jetzt einfach alles mal schnell mit euch durch. Die sind hier verbunden, so ungefähr. Und der Right Lower Arm mit der Right Hand. Create Joints. Und wie gesagt, an die richtige Position bringen. Wenn ihr dann irgendwann nochmal seht, dass ein Punkt nicht richtig ist, dann könnt ihr den einfach anklicken und entsprechend verschieben. Das ist das Schöne an Rig Edit. Ihr könnt auch schon bestehende Rigs komplett editieren, so wie ihr wollt. Und falls ihr einen Charakter erstellt, der nicht in R15 reinpasst, also zum Beispiel keine Arme hat oder 12 Beine hat oder so, dann macht ihr es genauso. Ihr erstellt jetzt einen Rig, der so aufgebaut ist, wie dieser Charakter eigentlich auch wirklich aufgebaut wäre. Ihr müsst praktisch ein Skelett jetzt bauen. Ich gehe jetzt rüber zum Left Upper Arm und verbinde ihn mit dem Left Lower Arm. Und hätte es ja immer gerne ein bisschen symmetrisch, also ungefähr so, wie es auf der anderen Seite auch ist. So, der Oberkörper ist fertig.
Als nächstes brauchen wir jetzt noch die Beine. Das heißt, wir gehen wieder zum Lower Torso und verbinden ihn mit dem Right Upper Leg. Create Joint. Und der Joint kommt hier oben ans Becken ran. Dann natürlich noch Lower Torso mit dem Left Upper Leg. Great Joints auf der anderen Seite in derselben Höhe. Ja, ungefähr so. Dann noch die Beine hier verbinden. Packen wir das Gelenk hinter die Kniescheiben. Ist teilweise mal ein bisschen blöd zu sehen, wo wir uns jetzt wirklich befinden. Aber ich finde, es geht klar. So, und als letztes packen wir noch die Füße an die Beine ran. Die Füße sind auf jeden Fall hier weiter hinten. So, und hier schlage ich vor, ihr packt auf jeden Fall das Gelenk ein bisschen weiter nach unten, weil vielleicht sind die Füße am Ende komisch angehoben. Und um dagegen zu arbeiten, packt ihr dieses Gelenk ein bisschen weiter nach unten. Dasselbe hier, nach hinten schieben, nach unten ziehen. Und wunderbar, der Hauptrig ist erstellt. Er hält jetzt auch zusammen. Wir können hier Edit Rig erstmal ausmachen, aber wir haben immer noch unsere zusätzlichen Körperteile nicht richtig verbunden. Das bedeutet, wenn wir hier auf Run drücken, fällt er immer noch zusammen. Nur der Hauptkörper bleibt zusammen, aber die ganzen Accessoires, die wir erstellt haben, die fallen ab. Das heißt, die müssen wir jetzt auch noch ran welden. Das Rig Edit Plugin hat zwar hier eine Create Welds Funktion. Ich bin von der aber nicht so ein Fan, deswegen mache ich das lieber selbst, indem ich Alt gedrückt halte und die Parts, die zusammengeweldet werden sollen, einfach mal einen Linksklick anklicke. Das sind hier zum Kopf, zum Beispiel diese ganzen Parts. Dann gehe ich hier oben wieder auf Model, Create und dann auf Weld. Dann sind die schon mal zusammengeweldet und dann machen wir dasselbe hier, der Ring. Das Tuch vorne, das Tuch hinten und der untere Körper sollen zusammengeweldet werden. Klicke ich nochmal auf Create drauf. Und dann haben wir noch den Nacken, der auch noch an den Kopf geweldet werden soll. Den habe ich vergessen. Und zuletzt brauchen wir dann auf jeden Fall nur noch die Schultern an ihre jeweiligen Arme ranwelden. Wir müssen aber immer bedenken, wo sollen sie sich am ehesten mitbewegen. Wenn wir jetzt auf One drücken, haben wir einen Charakter, der zwar immer noch umfällt, aber er existiert. Er hält zusammen. Und das Letzte, was ihr dann noch zusammenwelden müsst, ist auf jeden Fall der Humanoid Root Part und der Körper an sich. Ich mach den Humanoid Root Part an den Lower Torso ran, weil der Lower Torso am nächsten dran ist. Also gehen wir hier auf Model und dann Weld. Das ist wichtig. Und jetzt, wo alles geweldet ist, wir haben alle wichtigen Körperteile zusammengeweldet mit hier Motor 6Ds. Wir haben alle Accessoires und auch, ganz wichtig, den Humanoid Root Part zusammengeweldet mit hier solchen ganz normalen Welds. Wir haben den Humanoid hier drin mit Rig Type R15, bei dem wir auch Sachen einstellen konnten. Ich bin der Meinung, Walk Speed 32 vielleicht ein bisschen viel, nehmen wir mal 28. Und haben beim Starter Character den Primary Part of Humanoid Root Part gestellt. Ich drücke jetzt mal auf Run und dann sehen wir hier, der Typ existiert, aber er slidet irgendwie weg. Woran könnte das liegen? Das liegt jetzt noch an einer bestimmten Eigenschaft von Humanoids. Humanoids müssen wissen, wie groß sie sind, damit sie sich richtig bewegen können. Also müssen wir wissen, wie weit ist dieser Humanoid Root Part vom Boden entfernt. Und dafür klicken wir einfach den Humanoid Root Part an. Schauen uns dann an, Position ist 7.14. 7.14 vom Boden entfernt. Das geht, passt natürlich auch nur, wenn wir uns hier jetzt auf dem Boden befinden. Ist das Ding hoch? Also gehen wir jetzt noch in den Humanoid rein und packen die Hip Height auf runtergerundet 7. Lieber ein bisschen weniger als zu viel, weil sonst schwebt man. Aber wenn man zu wenig hat, dann fliegt man halt weg. So, wenn ich jetzt auf Run gehe, dann steht er hier. Jetzt haben wir unseren Charakter erstellt, der hier einfach steht. Er chillt sein Leben. Wunderbar. Diesen Starter-Charakter, den können wir jetzt nehmen. Ich dupliziere ihn mal. Und wir müssen ihn dann reinziehen in Starter-Player. Wenn er in Starter-Player drin ist und Starter-Charakter heißt, dann ist das auch der Charakter, den man am Ende spielt. Ich klicke jetzt einmal auf Play hier. So, und dann spawne ich hier in diesem Charakter drin. Da vorne ist der andere Humanoid, den wir eben erstellt haben. Ich kann ganz normal laufen, die Animationen sind da, ich kann springen. Hier ist mein Homie, den kann ich wegschieben. Der macht aber nicht viel, weil der hat keine Animationen drin, der hat keine Scripts drin. Der ist einfach eine leblose Hülle. Die Animationen, die gibt ein Roblox selbst. Ihr könnt natürlich eure eigenen Animationen machen. Aber ich sehe gerade, ich schwebe ein bisschen. Wir hätten vielleicht die Hip-Height ein bisschen niedriger machen können. Dafür kann man immer live testen. Geh dann einmal auf den Humanoid und pack die Hip-Height dann mal einen niedriger auf 6. Und wir schweben immer noch ein bisschen. Wenn wir es auf 5 packen, dann sind wir zu weit im Boden. Also sagen wir 5.5. Das scheint eine gute Höhe zu sein. So, 5.5 wäre eine passende Hip-Height. Das können wir dann beim nächsten Mal noch anpassen. Und wenn ihr euch einen Charakter erstellt habt mit 7 Armen oder so, der halt nicht in dieses klassische R15 Model reinpasst, dann müsst ihr das exakt genauso machen wie ich auch. Ihr habt dann nur das Problem, dass ihr keine Animationen habt. Und wie man diese Animationen hinzufügt, zeige ich euch in einem anderen Video, wenn die Nachfrage hoch genug ist. Dafür müssen wir auch mindestens 300 Likes erreichen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall einmal auf Play, damit ich oben in der Arena, die ich hier schon hinzugefügt habe, spawne. Gönn mir den Bannhammer, um die Leute hier wegzuhauen. Wenn ihr wissen wollt, wie man so einen Bannhammer erstellt, habe ich ein Video zu gemacht. Ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Und falls ihr
diesen Charakter, den ich hier erstellt habe, selber einfach herunterladen möchtet, dann werdet Mitglied auf meinem Kanal. Kanalmitglieder Tier 2 oder Tier 3 können auf meinem Discord-Server die Scripts aus meinen Tutorials und auch die Models aus meinen Tutorials einfach herunterladen. Das war's aber erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!